Milliardenpaket aus dem Kanzleramt. Die Große Koalition einigt sich auf neue Abgaben und Anreize, mit denen Deutschland seine Klimaziele erreichen soll. Wer CO2 ausstößt, muss dafür zahlen. Von den Philippinen bis nach Kenia. Weltweit demonstrieren vor allem junge Menschen für einen besseren Schutz der Erde. Und Aufbruch in die Arktis. Das Forschungsschiff Polarstern startet eine einzigartige Expedition. Ein Jahr eingefroren im Nordpolarmeer. Klar ist, es wird sich enorm viel ändern für uns alle. Es muss sich viel ändern, wenn Deutschland seine Klimaziele irgendwie erreichen will. Heute war der lang erwartete Moment. Die Bundesregierung hat ihr Klimaschutzpaket beschlossen. Es geht um sehr viel Geld, insgesamt 54 Milliarden Euro in den kommenden Jahren. Gucken wir auf die Details. Es wird jetzt eine Abgabe geben für jede Tonne CO2 im Verkehr und bei Gebäuden. Das heißt, zum Beispiel Benzin und Diesel werden teurer und neue Ölheizungen werden verboten. Wie viel der CO2-Ausstoß künftig kostet, liegt am Anfang der Start fest mit einem Festpreis. Später soll sich dieser Preis bilden in einem Handel mit Verschmutzungsrechten. Wer viel CO2 ausstößt, muss sich dabei quasi freikaufen. Umgekehrt sollen Bürger und Firmen entlastet werden, etwa bei Strompreisen und über die Pendlerpauschale. Klaus Brodbeck mit weiteren Einzelheiten. Größer kann der Druck am Morgen einer durchverhandelten Nacht kaum sein. Tausende sammeln sich, der Klimaprotest nimmt Fahrt auf. Buchstäblich in letzter Minute ringt sich die Koalition dann durch zu ihrem Klimapaket. Es ist nicht so, dass wir hier irgendetwas Ideologisches machen, sondern wir machen etwas, wofür es so massive Evidenzen gibt, dass wir dagegen handeln müssen. Und wer diese Evidenzen, wer diese wissenschaftlichen Meinungen ignoriert und sagt, wir werden schon irgendwie durchkommen, der handelt, glaube ich, nicht zukunftsgerecht. Und das ist das, was uns geleitet hat. Der umstrittenste Punkt überhaupt, der Preis für den Ausstoß von CO2. Er soll ab 2021 von zunächst 10 Euro pro Tonne auf 35 Euro im Jahr 2025 steigen. Durch dann noch festzulegende Obergrenzen dürfte er weiter steigen auf maximal 60 Euro pro Tonne. Ich glaube also, dass das ein sehr kraftvolles Paket ist, das uns viele, viele Möglichkeiten schafft, dass es in der Lage ist, den Klimawandel aufzuhalten. Und weil wir uns vorgenommen haben, immer wieder zwischendurch nachzuschauen, wo wir stehen, wird es diesmal auch besser gelingen, die Ziele nicht zu verfehlen. Die Reaktionen zwiespältig. Die Automobilindustrie wirkt heute beinahe erleichtert. Insgesamt, glaube ich, ist es ein gutes Paket geworden mit deutlichen Akzenten bei der Förderung der Elektromobilität, beim Ausbau der Ladeinfrastruktur und auch bei der CO2-Bepreisung, sodass ich glaube, dass der Verkehrssektor im nächsten Jahrzehnt zur CO2-Reduzierung deutlich beitragen wird. Die AfD, die als einzige Partei im Bundestag bezweifelt, dass der Klimawandel vom Menschen gemacht wird, kritisiert das Paket. Es wird alles teurer. Für Unternehmen, für den Verbraucher, für den Steuerzahler. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das jemals im Wahlkampf 2017 Thema gewesen wäre. Und das, was wir gerade sehen, sind rein plansozialistische, planwirtschaftliche Eingriffe in die marktwirtschaftlichen Mechanismen. Die Grünen dagegen sichtlich enttäuscht über die Beschlüsse der GroKo. Wenn es bei diesem Paket bleibt, dann besteht keine Chance, die Klimaschutzziele 2030 einzuhalten. Und deshalb muss ganz dringend deutlich mehr passieren. Die ermatteten Verhandler hoffen auch auf ein Signal an die demonstrierende junge Generation. Im Grunde genommen müssen wir all denen, die in den letzten Monaten demonstriert haben, uns ins Bewusstsein gerufen haben, Danke sagen. Es ist ein Tag, der sicherlich nicht schlecht für das Klima und für den Klimaschutz ist und ganz sicherlich nicht schlecht ist für das Klima innerhalb dieser Koalition. Heißt wohl für die Demonstrierenden, wahrgenommen haben ihre Botschaft jetzt alle, ob auch verstanden, man muss sehen. Auf die Politik gucken wir gleich noch mal genauer. Erstmal auf darauf, wo wir herkommen beim Klimaschutz, wo wir stehen und wo wir hinwollen. David Sauer hat die Übersicht und zeigt auch die Gründe, warum dieses Land seine Ziele bislang verfehlt. Die Klimaschutzziele beziehen sich auf den Treibhausgasausstoß 1990. Durch die Modernisierung der DDR-Industrie gab es anfangs gute Fortschritte. Seit 10 Jahren stagniert der Treibhausgasausstoß. Die Ziele?
55% Einsparung bis 2030 und 80% Einsparung bis 2050 sind weit entfernt. Warum? Sehen wir den Gesamtenergiebedarf Deutschlands an. Er umfasst alle Energieträger, also Kohle, Öl, Gas, Kernenergie, Sonne und Windkraft. Zwar wird die Wirtschaft energieeffizienter, aber sie wächst kontinuierlich. Der Bedarf ist deshalb seit 1990 nur minimal gesunken. Den Großteil machen Verkehr und Wärme aus, nur ein Fünftel geht in die Stromversorgung. Den Bedarf decken unverändert überwiegend fossile Brennstoffe. Sie sind die Hauptquelle des CO2-Ausstoßes. Klimaneutrale Energiequellen, also erneuerbare und Kernkraft, decken noch immer nur etwa 20% unseres Energiebedarfs. Volker Angress ist bei uns aus unserer ZDF-Umweltredaktion. Volker, guten Abend. Guten Abend. Wie weit bringt uns das, was die Bundesregierung da jetzt vorhat? Also es gibt niemanden, der jetzt sagen würde, das ist es jetzt und 2030 machen wir eine Punktlandung und kriegen die Klimaschutzziele hin. Aber es ist ein echter Einstieg. Viele, viele Türen sind jetzt auf, um eben in den einzelnen Sektoren, in den Klimaschutz deutlich stärker als bisher einzusteigen. Das ist, glaube ich, das große Plus, was wir jetzt im Moment sehen. Allein, was fehlt, ist so eine Art Garantie. Wer sagt eigentlich, dass man wirklich bis 2030 diese Maßnahmen kontinuierlich umsetzt und eben bei Bedarf wirklich verschärft? Momentan hat man gesagt, das macht das Klimakabinett. Die passen sozusagen auf sich selber auf. Das ist mir ehrlich gesagt zu wenig. Da müsste ein bisschen mehr passieren. Ich möchte schon die Garantie haben, dass die Maßnahmen kontinuierlich umgesetzt werden. Wenn man sich die Maßnahmen mal im Detail anguckt, da ist viel dabei, dass unser Handeln quasi steuern soll. Durch Verbote, indem es teurer wird. Sind denn aber auch Anreize dabei, neue Optionen, neue Alternativen, um klimafreundlicher leben zu können? Ja, zum Beispiel gibt es Fördermaßnahmen, neue Fördermaßnahmen, um Städte umweltfreundlicher zu machen. Also Gelder, um zum Beispiel Radwege nach vorne zu bringen, auszubauen, den öffentlichen Personennahverkehr zu ertüchtigen. Es gibt auch neue Gelder für die Bahn. Ist ja auch dringend nötig, Schienenausbau, man braucht neue Züge. Das ist schon alles angedacht. Es gibt sogar einen Zuschlag beim Wohngeld, 10% mehr für den Fall, dass Wohngeldempfänger eben höhere Heizkosten zu akzeptieren haben. Dann ist da ein kleiner Ausgleich geschaffen. Wirklich sehr, sehr viele Einzelpunkte. Und man kann natürlich nicht sagen, wer davon wirklich profitiert und wer draufzahlt. Das wird sich im Laufe der Zeit dann ergeben. Wir gucken heute sehr auf Deutschland, aber Klimaschutz ist natürlich ein weltweites Thema. Absolut. Welchen Unterschied kann Deutschland machen? Naja, also zunächst mal müssen ja alle Länder, die das Pariser Klimaabkommen unterschrieben haben, ihre Hausaufgaben machen. Die nationalen Klimaschutzziele müssen erfüllt werden. Und wir müssen sogar gegenüber Brüssel das ja nachweisen, wenn nicht drohen Strafzahlungen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass natürlich alle auf Deutschland gucken. Alle. Das sind die Entwicklungs- und die Schwellenländer, die sagen, wow, Deutschland, reiches Industrieland. Mensch, wenn ihr Klimaschutz hinkriegt, dann her mit den Konzepten. Wenn nicht, da machen wir auch nichts. Also ganz gutes Signal, internationales Signal, positives Signal für die nächste UN-Klimakonferenz im Dezember in Chile. Die Einschätzung von Volker Angress aus unserer Umweltredaktion. Volker, herzlichen Dank heute Abend. Ja, das war ja lange ein Zankapfel in Berlin, was wir da heute gesehen haben. Und gleichzeitig war klar, es ist ein Projekt, das die Große Koalition stemmen muss, um nicht als handlungsunfähig zu gelten. Gucken wir mal auf den machtpolitischen Teil des heutigen Tages mit Shakuntala Banerjee in Berlin. In welcher Verfassung zeigt sich denn die Regierung da? Also man kann sagen, in einer etwas abgekämpften und das nicht nur wegen dieser langen durchverhandelten Nacht. Man hatte ja den großen Wurf hier angekündigt und jetzt wirkt es so, als ob sich beide Seiten überlegt hätten, dass sie doch nicht ganz von ihren Interessen lassen wollen. Das Ergebnis ist eines, was heute zumindest ziemlich viel Gegenwind bekommt. Umweltverbände finden das nicht gelungen, Verbraucherschützer beschweren sich, die Opposition sowieso und auch Wirtschaftsexperten sagen, das ist nicht ausreichend. Die einen sagen, es ist zu langsam und zu lasch, die anderen sagen, es ist zu teuer und zu ineffizient. Und auch aus den eigenen Reihen kommt schon Kritik. Umweltministerin Schulze hat hier schon gesagt, die SPD hätte sich eigentlich einen höheren CO2-Preis gewünscht. Also keine große Zufriedenheit am Tag selbst. Und aus dieser großen, kraftvollen Geste, die man hier setzen wollte, ist jetzt doch eher ein vorsichtiger Schritt geworden. Das Ganze vor der Halbzeitbilanz, in die dieser Beschluss mit einfließen soll, Mitte Oktober. Das ist jetzt allerhöchstens eine Atempause für die Große Koalition, aber kein Befreiungsschlag. Und sagt Shakuntala Banerjee in einem abendroten Berlin. Herzlichen Dank dafür. Und mehr dazu gibt es in einem ZDF-Spezial direkt nach uns. Klimapaket der GroKo, großer Wurf oder heiße Luft. Und natürlich jederzeit auf heute.de. Da finden Sie unter anderem einen Live-Blog mit allen Reaktionen auf die Klimapläne der Koalition.
Hunderttausende in Deutschland, Millionen weltweit. In rund 150 Staaten streiken die Menschen heute fürs Klima. Australien, Indonesien, Afghanistan, Kenia und überall in Europa. Und auch das sind Klimaproteste heute auf den Salomonen im Südpazifik. Die zentrale Demonstration soll jetzt in New York beginnen. Erwartet wird auch Klimaaktivistin Greta Thunberg. Dort haben gut 1 Million Schüler frei bekommen, um sich den Protesten anzuschließen. Und wie es zurzeit in New York aussieht, der Eindruck von unserem Korrespondenten Johannes Hanow. Also die Fridays for Future-Bewegung hat hier in den USA bislang keine besonders große Rolle gespielt. Es gab immer wieder zwischendurch kleine Aktionen, aber nichts Koordiniertes. Und auch als Greta Thunberg hier ankam, waren mehr Kameras da als Unterstützer. Das hat sich aber schlagartig geändert. Greta Thunberg hat vor dem Kongress gesprochen. Sie hat dort einige Anhänger gewonnen unter den Abgeordneten. Sie hat mit Präsident Obama gesprochen und gesagt, dass sie sich nicht mit Donald Trump treffen will. Das sei verschwendete Zeit, sondern man müsse auf der Straße Druck auf die Regierung ausüben. Und das elektrisiert viele Amerikaner, denn eins darf man nicht vergessen, die meisten Amerikaner, 62%, sehen den Klimawandel als ganz, ganz drängendes Problem an. Und mein persönlicher Eindruck ist, dass sie jetzt hoffen, mit dieser Bewegung hier auch Druck auf ihre Regierung ausüben zu können. Johannes Hanow aus New York. In gut einer Stunde startet die größte Arktis-Expedition aller Zeiten. Dann legt das deutsche Forschungsschiff Polarstern in Tromsø, Norwegen, ab Richtung Arktis. Und dort angekommen lässt das Team das Schiff einfrieren. Den weiteren Weg bestimmt die Strömung. Das nennt sich Eisdrift. Monatelang lassen sich die Wissenschaftler aus knapp 20 Nationen so treiben. Ihre Mission, den Einfluss des Klimawandels am Nordpol erforschen. Östen Terli aus Tromsø. Noch ist der Forschungseisbrecher Polarstern im norwegischen Tromsø, aber in etwa 1,5 Stunden geht es los in die Arktis auf der Suche nach einer geeigneten Eisscholle. Dafür hat sie noch knapp 2 Wochen Zeit, bevor sich die Bedingungen verschlechtern und das Eis dicker wird. Wissenschaftler testen fieberhaft ihre Systeme, wie hier ein hochentwickeltes Radar. Das, was Sie hier sehen, sind tatsächlich die Berge um das Schiff herum und die Wolken. Das System zeigt ein dreidimensionales Abbild der Atmosphäre. Die Dringlichkeit liegt auf der Hand. Das Arktiseis ist in den letzten 30 Jahren rapide geschmolzen. Die Daten, die auf dieser Expedition gesammelt werden, sind Grundlagen für weitere wissenschaftliche Erkenntnisse, wie zum Beispiel die Frage, wie dünn ist denn das Eis geworden? Im März nächsten Jahres starten dann Forschungsflugzeuge zum Schiff, um weitere Messdaten aufzunehmen. Das Wichtigste ist aber der Klimaschutz. Die Erkenntnisse sind letztendlich auch die Basis für politische Entscheidungen. Die Zeit drängt. So viel in dieser Sendung zum Kampf ums Klima. Sich zukunftssicher aufstellen, so nennt die Commerzbank das, was sie gerade plant, nämlich von ihren 1000 Filialen in Deutschland 200 schließen. Das ist jede fünfte. Und dabei 2300 Stellen streichen. Noch ist das nur ein Konzept des Vorstands, aber schon in der kommenden Woche könnte der Aufsichtsrat grünes Licht dafür geben. Rauchen im Auto, wenn Kinder oder Schwangere dabei sind, bislang eine Unsitte, vielleicht aber schon bald eine Ordnungswidrigkeit. Dafür wollen 6 Bundesländer sorgen, die ihre Initiative jetzt im Bundesrat vorgestellt haben. Nach dem Vorschlag müssten die Autoraucher dann mit Bußgeldern von 500 bis 3000 Euro rechnen. Wie das zu überwachen ist, so ähnlich wie das Handyverbot am Steuer bei Verkehrskontrollen, schlagen die Länder vor.